Guten Morgen, liebe Leute. Wir haben Tag 2 in Saalbach und ich zeige euch jetzt mal allererstes unser Traumwetter. Ja, es ist regnerisch, nass und kalt und wir lassen uns aber trotzdem nicht nehmen, heute auf die Trails zu gehen und machen das Beste draus. Deswegen machen wir uns jetzt ready, packen zusammen und gehen dann einfach nochmal ein bisschen Spaß haben auf den Lines. Ja, ansonsten, ja, wir kommen gerade vom Frühstück. Gestern Abend hatten wir ein mega geiles Barbecue hier im Hotel. Also hier im Becklerwirt ist jeden Freitag Barbecue und dann ist so All You Can Eat, das auch für Leute, die nicht im Hotel sind. Mega geil. Und ich bin ja eigentlich gar nicht so der Fleischesser, ne? So richtig. Aber die haben sich da richtig krass Mühe gegeben. Das war echt der Hammer. Und ja, Frühstück war auch mega geil. Also kann echt nicht meckern hier. Ziemlich, ziemlich cooles Hotel. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr mal nach Sölden fahrt, Hotel Becklerwirt. Ich packe euch mal den Link auf jeden Fall in die Beschreibung. Könnt ihr euch das mal anschauen. Und falls ihr nach Sölden fahrt, ist echt cool. Gestern haben wir dann zwischendurch das Kameraequipment weggebracht. Und weil der Trail direkt am Ende vom, am Anfang vom Hotel ist oder unten am Pumptrack, ist halt richtig cool. Also das ist echt, echt praktisch. Auch da ist jetzt direkt, ja, ich weiß gar nicht, 20, 30 Meter oder so, 50 Meter vielleicht ist da der Lift. Auch richtig praktisch, die Geislach-Kugelbahn. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, ja, wir machen es jetzt schnell ready, weil der Finn und der Chris, die sind nämlich zufällig auch hier in Sölden. Die kennt ihr noch aus Saalbach und die sind jetzt gleich in 15 Minuten hier. Deswegen schnell ready. So Leute, ich präsentiere euch jetzt einmal mein Outfit of the Day. Hier haben wir einmal, man sieht es so schlecht, ich muss es so zeigen. Natürlich Rückenbrustprotektor. Hier unter den Ärmeln noch ein Protektor. Dann kommt noch ein Knieprotektor und heute ganz wichtig eine Leggings. Denn mit Leggings kann man besser threaden. Und auch ganz wichtig, immer zwei verschiedene Farben an Socken. Das wisst ihr ja eigentlich schon. Aber ist auch besonders im Ausland sehr, sehr wichtig. Du hast extra die Haare gekämmt zum Trailfahren. Die sind immer so schön. Ich muss da gar nichts für machen. Ah, okay. Meine sind auch immer so schön. Ihr müsst noch ein Ticket holen, ne? Grad hier oben, aber alle Lines sind offen. Ja, das ist doch. Nee, nee. Oh, liebe das, hier oben noch neblig ist. Ja gut.
Wir haben uns ja als Ziel genommen, als allererstes mal die blauen Lines bzw. einen Teil der Lines allgemein von der Georgbahn aus zu fahren. Und deswegen sind wir zuerst auf die Ollweite und dann mal rüber geradelt. Allerdings muss ich ehrlich sagen, die Lines dort haben mir nicht so gut gefallen wie die auf unserer Hälfte des Berges. Deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, einfach mal ganz runter zu radeln, ein kleines Päuschen einzulegen und dann auf jeden Fall noch auf die Tiere-Line zu fahren. Und auch das schwarze Stück würde ich gerne mal gefahren haben. Deswegen auch die Zahl-Line musste natürlich auch noch dran kommen. Ich habe mich super gefreut, allerdings werdet ihr gleich merken, ich war schon ziemlich platt und müde von dieser ewig langen Abfahrt zurück runter ins Tal. Rollen über Blau müssen wir ein kleines Stück zwangsweise fahren. Wobei es macht eigentlich Fun, dass wir ein Stück gewohnt. Ja, das finde ich auch. Tiere-Line startet relativ entspannt auf so einem kleinen, ja, Single-Trail-Feeling-mäßigen Trail. Und was ich bis jetzt noch nicht wusste, ist, dass die Tiere-Line auf jeden Fall eine meiner absoluten Lieblingslines überhaupt ist. Also der Hackelberg-Trail hat mir schon richtig gut gefallen, aber die Tiere-Line, ja, wie soll ich sagen, sie hat so einen gewissen Flow und so einen Rhythmus, der mir einfach richtig gut gefallen hat. Und wenn man das mit der schwarzen Line, diesen kleinen Abschnitt noch kombiniert, hat man auf jeden Fall auch noch so ein paar Jumps mit dabei, was einfach mega cool ist. Scheiße! Zu langsam, ey! Da ist noch mal ein Stück. Da ist wieder ein bisschen Adrenalin da. Ja, voll, ne? Ist immer so Herzklopfen. Das ist das Coole, das macht Bock. Okay, bereit? Ja. Bist du zuerst? Soll ich zuerst? Ich zuerst. Oh! Ey, die Anfahrt ist das Schwere!
Was hier außerdem richtig cool ist, man hat viele, viele kleine Features, die die Lines alle für Fortgeschrittene und auch für Anfänger interessant machen. Auch wenn die Tiere-Line jetzt eine rote Line ist, wo sich Anfänger ja vielleicht gar nicht so schnell drauf verirren, hat man trotzdem ziemlich viel Abwechslung, wie dieses kleine Steinfeld und diesen Drop über diesen Stein. Das sind einfach so kleine Features, die das Ganze cool machen, auch für ja, die ganze Familie. Und das findet man auch auf den blauen Lines. Ich finde gerade die blauen Lines hier auf unserer Seite vom Berg waren wirklich cool und abwechslungsreich, so dass für jeden etwas dabei ist. Ach Gott. Langsam, langsam. Ich finde, wenn man so Stürze sieht, dann erinnert es einen einfach immer mal wieder dran, wie gefährlich eigentlich unser Hobby ist und dass man auf jeden Fall mit dem nötigen Respekt dran gehen sollte. Allerdings versuche ich, wenn ich gerade auf so einer Abfahrt bin, das sofort aus dem Kopf wieder zu streichen, weil ich habe das Gefühl, wenn wir Angst haben, dass wir crashen oder wenn wir das Gefühl haben, ja, das ist alles gefährlich und das sollte man lieber nicht fahren und man fühlt sich unsicher, ja, dann liegt man schneller da, als es einem lieb ist. Und deswegen versuche ich das immer super schnell wieder aus dem Kopf zu streichen, wenn ich auf so einer Abfahrt bin.
Okay, schauen wir mal. Sonst pushen wir den halt nur. Oh. Ja. Okay. Shit. Das war knapp. Ja, ey, scheiße, ey. Zurück im Hotelzimmer. War ein mega cooler Tag mit Chris und Finn zusammen. Ja, wir sind jetzt noch kurz bei M-Preis gewesen, so ein paar Snacks kaufen, weil die Michi immer mitten in der Nacht Hunger kriegt. Und da musst du ein bisschen vorsorgen, ne? Ja, wir sind schon ein bisschen traurig. Morgen geht es schon wieder zurück nach Hause. Aber ja, besser zwei Tage Sölden anstatt gar keinen Tag Sölden. Wir hatten richtig Schwein mit dem Wetter, wie ihr gesehen habt. Es war zwar oben bei der Eulweite war es extrem kalt, das war schon fast nicht mehr witzig, aber alles in allem mega cool. Ja, kurzes Review zu Sölden. Ist auf jeden Fall cool, gibt es nichts zu meckern. Oh, ich muss mich hinsetzen, Leute. Oh. Oh. Ich muss aber sagen, ich glaube, ja, man kann gar nicht sagen, was besser oder schlechter ist. Hier hat mir die Tiereline mega Bock gemacht. Es war mega Luxus, dass man direkt am Hotel den Lift hat. Das war auch super, super cool, super positiv. Lift ist auch top, Gondellift. Dann hat man oben Sessellift, diesen 6er Sessellift.
Heißt das Sechser Sessellift? Wir saßen nur zu viert drin, ne? Ja, das ist kein Sechser. Oder vielleicht ohne, ja, ich weiß es nicht. Ja, Gigijochbahn ist auch so eine Gondel, da sind wir gar nicht mitgefahren. Zwei Tage ist ein bisschen knapp. Also wenn man jetzt wirklich noch alles richtig schön sehen will und so, würde ich sagen, plant drei Tage ein zum Fahren, ohne Pausetage eingerechnet. Was denn besser, Sölden oder Saalbach? Ja, ist schwierig. Ich finde, die Strecken fand ich hier in Sölden einfach voll schön und angenehmer zu fahren als in Saalbach. In Saalbach sind viel mehr Bremswellen. Das stimmt. Es gibt wirklich einfach kaum Bremswellen hier. Das war wirklich gut. Hinten bei der Gigijochbahn waren schon Bremswellen drin, aber viel, viel weniger als in Saalbach. Keine Ahnung, woran das liegt. Die Lines sind wirklich schön, ist auch landschaftlich schön, aber ja, man kann nicht gut, wirklich sagen, was besser oder schlechter ist. Aber ich finde, man sollte jedes Jahr beides einfach besuchen. Ja. Und die anderen Parks auch alle. Ja. Und alles allgemein einfach. Mhm. Eigentlich sollte man einfach nur noch Fahrrad fahren und Urlaub machen. Das ist das Beste. In diesem Sinne, Leute, lasst gerne ein Abo da, schreibt gerne mal euer Feedback in die Kommentare, was euch besser gefällt, Saalbach oder Sölden. Und wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren. Kommentieren. Daumen nach oben. Aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal.